das sieht doch gut aus. Ich würde mir im Real Life zwar nie ein schwarzes Bett zulegen, aber ich finde, hier hat es doch schon was. Ja, das passt auf jeden Fall. Das ist so leicht eng, so soll es ja auch sein auf dem Schiff. Die Farben passen auch zusammen. Gut. Soll ich oben auch dunkles Holz verwenden drin oder soll ich da... Das überlegst du dir mal selbst. Oh, schade. Glaub, ich nehm. Ich glaube, du nimmst lieber anderes Holz, weil sonst wirkt es vielleicht ein bisschen langweilig. Findest? Jetzt habe ich schon angefangen. Ja, dann mach halt einfach. Gut, ich mache. Ich weiß schon, was du tust. Ja, ja. Ich glaube, ich weiß, was ich tue. Ich hoffe es zumindest. nicht wundern, die Glasfassade kommt nur anders hin. Oder was wollte ich gerade sagen? Von außen gefällt es mir noch nicht so ganz. Ich wollte jetzt fragen, wie wir es am besten mit dem... Jetzt ist mir das Wort entfallen. Gang. Wie viele Kabinen wir am besten machen. Ach so, Ob da vier reichen und dann vorne nochmal Bowling Area oder sowas. Ich würde das so machen, dass wir pro Kabine auch eine, obwohl, nee, brauchen wir nicht. Ich würde pro Kabine, würde ich vielleicht noch ein Badezimmer reinmachen, dann ist das insgesamt schon größer. Und ich weiß nicht, dann würde ich vier Kabinen machen. Vier Kabinen mit Badezimmer. Mhm. Dann haben wir unseren Platz auch ausgenutzt. Oder? Meinst du, das kriegst du hin? Ja. Oben kommt ja dann so ein bisschen der Wohnbereich und Küche. Oder soll man das auch unten reinmachen? Nö, den würde ich schon oben hin machen. Ja, hätte ich jetzt auch gesagt. Also vielleicht unten sowas, jetzt einen Billardtisch oder sowas ab und zu, aber... Ja, ich würde das unten nicht mehr arg viel mehr reintun. Das wirkt das wahrscheinlich zu überladen. Und ein bisschen System soll es ja auch haben. So. Es wird schon wieder dunkel. Day. Ja, hier unten auch. Wenn du da nämlich Slabs nimmst, dann haben wir nicht diese hässlichen Lichtbugs an der Decke. Ja, das stimmt. Aber, naja. Soll ich es ändern? Wenn du willst. Sieben die Bugs arg. Ja, warte. Ja, hier unten sieht es gerade aus wie in der Sauna, weil ich noch kein Licht platziert habe. Alles dunkel. Ach, das ändern wir nachher einfach. Das können wir kurz mit World Edit vielleicht kurz, wenn die Aufnahme zu Ende ist oder so. Wenn niemand hinguckt. Ja, genau. Da machst du das mal kurz und ich schau ganz schnell weg und dann tauschen wir das mal aus so ein bisschen. Das einzige Problem, was es gibt, ist, ich glaube nämlich, man kann die Slabs dann nicht genauso hinlegen. Aber egal, das wird sich ja dann schon zeigen. Ja, das sehen wir ja dann. Ja. So. Was ist eigentlich deine Lieblingsfarbe? Meine Lieblingsfarbe? Zurzeit würde ich eher grün sagen. Also, wie dir aufgefallen ist, grün ist ja eh meine Lieblingsfarbe. Biotech City und sowas. Mhm. Und, ja, ich weiß nicht, also generell, ich mag eigentlich fast alle Farben. Und, ja, also mein Zimmer ist jetzt zum Beispiel braun. Schokobraun. Ja, braun. Das hört sich komisch an, aber das sieht voll cool aus. Und es hat eben niemand. Und... Ja, braun ist eigentlich, ich weiß nicht, so als Farbe gefällt es mir nicht so, aber als Raum, ich weiß nicht, ich könnte es mir gar nicht mehr so anders vorstellen. Ich habe auch weiße Möbel und das passt da eben dazu. Obwohl ich mir jetzt auch ein grünes Zimmer vorstellen könnte. Oder, ja, blau gefällt mir nicht alles, sondern das müsste dann schon schönes Blau sein. Ja, es gibt, also, da gibt es wirklich, also Jägergrün mag ich zum Beispiel auch nicht, aber sonst ist Grün auch... Hauptsächlich meine Lieblingsfarbe, auch wenn ich für moderne Häuser irgendwie total gerne Orange benutze. Mhm, ja, das nehme ich auch gerne. So knalliges Orange. Aber, naja, also das mache ich immer je nach Stimmung. So eine bestimmte Farbe, die ich jetzt ganz oft verwende, habe ich glaube nicht. Oder wenn dann unterbewusst vielleicht ein bisschen. Ich meine, wenn ich jetzt darüber schaue zu der neuen Gegend, da ist auch sehr viel mit Weiß und Orange gebaut und
Ja. Ich weiß nicht. Es kommt halt immer drauf an. Also es muss zur Gegend passen. So. Was bin ich sprachlos? Habe ich dich erschlagen? Nee, ich möchte nur gucken, ob das Bad so gut aussieht. Willst gerade mal gucken? Moment, ich komm. Ist es da unten hell? Sonst sehe ich nämlich nichts. Ja. Gut. Also im Flur nicht, aber. Ja, das sieht doch geil aus. Was ist das da hinten für eine Wand? Packed Eis. Das ist das neue Eis. Da gibt es jetzt auch Biome, wo ich sagen muss, dass die richtig geil geworden sind. Die neuen Biome? Ja. Habe ich zwar noch nie gesehen, aber ich sage jetzt mal ja. Also, das Paper. Kalkalsbiom. Sieht cool aus. Gut, dann habe ich das jetzt hier einfach mal provisorisch gemacht und. Sollte ich vielleicht noch schnell irgendwie eine Lichtquelle verstecken. Und die anderen Kabinen passe ich dann einfach an. Ja, genau. Also die baue ich jetzt erstmal So in etwa gleich. von der Form her gleich Ja. und einrichten tue ich dann nochmal anders. Genau. Das machen wir einfach dann in einem anderen Part. Das wird euch jetzt nicht irgendwie auffallen, hoffe ich zumindest. Aber wir machen das einfach in zwei Parts, die Aufnahme. Weil wir jetzt schon ein Weilchen aufnehmen und natürlich auch noch was anderes vorhaben heute. Genau. So. Sieht scheiße aus. Ich muss oben irgendwie so einen leichten Bogen mit reinbringen, sonst wirkt es so übelst langweilig. Und Also ich finde, solche großen Gebäude wirken immer interessant, egal was man macht. Weil ich mag es irgendwie, solche großen Gebäude dann zu erforschen. ja, da hast du recht, aber irgendwie, Ja, ich weiß, was du meinst. ja, es wirkt dann einfach immer, wenn das so alles total gerade ist, dann wirkt es mit der Zeit langweilig, finde ich. Also wir hatten jetzt vier Kabinen gesagt, gell? Ja. Also du kannst auch weniger machen. Und wir müssen, vielleicht wäre das sinnvoller gewesen, von außen müssen wir unten, müssen wir auch nur Fenster reinmachen. Ja, das mache ich gleich. Okay. Bietet sich sowieso gerade an. Schwarz, gell? Also Für schwarze schwarzes Fenster, Glas. ja. Claro. So, wie hat er das da unten gemacht? Okay. Jetzt haben wir doch eine doppelte Decke. Haben wir gut hingekriegt. Ja, mit Slabs ist alles möglich. Ja. Ja, ich glaube, das wird mal eine ganz andere Yacht. Sowas hat's noch nicht oft gegeben. Machen. Ich bin ja eigentlich kein Fan von Einzeltreppen, aber ich glaube, hier muss ich Einbreite. ja ein Blockbreite Treppen,
Aber hier muss ich es, glaube ich, machen. Warum machst du die nicht einfach hier außen? Ja, da musst du jetzt halt wirklich eins machen, aber hier außen passt es hin. So. Moment, ja. Ich glaube, das können wir machen. Natürlich die Form nur ein bisschen. Warte. Machen wir es nur eins breiter, dann wirkt es vielleicht. Naja, ich verziehe mich wieder in mein Reich. Ja. Ach ja, ich könnte auch gleich mal gucken, wie das mit den Fenstern aussieht. Also auf der Seite noch nicht so doll. Komm mal und guck mal, ob das mit den Fenstern so einigermaßen erträglich aussieht. Moment. Ja. Es ist schwer. Ich weiß nicht, ich würde es anders machen. Ich überlasse dir die Aufgabe gerne dir. Es ist nämlich schwer, die Fenster so zu bauen, dass sie auch noch ins Innenleben reinpassen. Ja, genau. Das ist das Problem sein, weil jetzt haben wir ja eigentlich schon voll eingerichteter Raum. Ach, das wird schwierig, ja. Aber von innen sieht's gut aus, muss man sagen. Das ist schön. Aber von innen bringt's uns nichts. Das müssen wir mal gucken. Also die großen Fenster hier würde ich auf alle Fälle lassen. Allein weil sie von innen so geil passen. Von hier außen sieht man nur einen Glowstone, den baue ich jetzt einfach mal zu, gell? Meine gemeinen Tricks hier einfach unterirdisch was geändert. Ja, wenn man das sonst sieht. Ach, das ist blöd. Ich würde das komplett durchziehen. Die Lampe. Stört, glaube ich, dann auch nicht. Es geht ja momentan bloß ums Äußere, also dass man es sieht. Was machen wir dann hier? Können wir das so machen? So sieht es, glaube ich, gar nicht schlecht aus. Oh, jetzt weiß ich nicht mehr, was ich da benutzt habe. Ist das jetzt Schnee? Oder nicht. Ich hoffe einfach mal, dass das Schnee ist. Wenn nicht, dann halt nicht. Gute Einstellung. Aber was ich schade finde, ist, in dem Texture Pack gibt es keinen wirklich schönen blauen Clay. Kein blauen Clay? Nee. Hellblau gibt's.
Ja, aber das ist so komisch, eklig, Babyblau finde ich so. Ich weiß nicht. Eben, und der blaue Clay ist eindeutig lila. Guck sie erstmal von außen an. Also ich würde es eher so machen. Ich weiß nicht, das wirkt einfach anders so. Ja, man kann es so natürlich auch machen. Jetzt muss ich nur noch gucken, wie es von innen kommt. Ja, ich habe drauf geachtet, dass das Bild nicht abfällt. Das müsste also nur dran sein, oder? Ja, ist es auch. Von innen sieht es ein bisschen ranzig aus, aber. Moment, ich guck. Who cares? Warte, ist kein Fenster. Okay, hier sieht's gar nicht schlecht aus. Was denn? Also ich finde, das passt. Im Bad braucht man kein Fenster. Ja, aber einen Raum weiter. Ja. Ist halt direkt auf Deckenhöhe, ne? Ja, aber. Ich mache ja eh eine schleppige Decke. Ja, gut. Ich hätte jetzt so gerne blau benutzt, aber das ist so lila. So lila. Na, Lila. guck. Oh, das ist blau. Das ist ja voll lila. Weißt du was? Wir bauen hier einen Whirlpool hin. Das habe ich jetzt gerade so ein bisschen. Ich nehme jetzt einfach blaue Wolle. Ja.